Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es mal wieder um Mediashop TV und zwar dieses Mal um den Livington Everclean Mop. Ja, und wer jetzt schon wieder schreit, oh, will ich nicht, habe ich nicht oder mag ich überhaupt nicht, der letzte Schrott, der kann trotzdem mal dranbleiben, denn ich zeige euch einfach mal die Vorteile eines solchen Frischwasser-Wischmops auf. Kläre aber auch viele Nachteile auf, die vielleicht in diesen Anwendervideos oder in diesen geschönten Werbeapparaten, ja, ihr seht das hier, verschwiegen werden. Also wer hier ein bisschen mehr wissen möchte, wieso die Qualität ist, wieso die Anwendung ist, wieso die einzelnen Teile funktionieren und was da die Stärken und Schwächen sind, der kann gerne mal dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Ich habe die Kartonage mal in den Hintergrund gestellt, denn es geht hier explizit nicht um das Stück Karton, sondern was steckt hier alles in diesem Everclean Mop und ja, was sind so die Vor- bzw. Nachteile? Ich habe das ja im Eingangsintro schon erwähnt und im Vergleich mache ich jetzt einfach den Vileda Ultra Mat. Und das ist eigentlich ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen, denn der funktioniert noch herkömmlich mit einem ganz normalen Wasser, das wir hier reingeben, dann den Zusatz, ein Reinigungsmittel und wir können hier oben einfach unser zusammengefaltetes Wischpad reindrücken und ausdrücken. Ich muss dazu sagen, der ist jetzt schon 5-6 Jahre alt und kostet knapp über 30 Euro. Dafür macht er wirklich einen guten Job. Ich habe bei vielen Bewertungen gelesen, dass hier das abbricht und der Stiel abbricht. Ich muss euch sagen, der war schon bei Umzügen dabei. Da haben wir schon wirklich ordentlich mit geschrubbt und auch hier, wenn man als Mann mit 100 oder auch 90 Kilo praktisch Körpergewicht hier drauf drückt, da ist noch nie was abgebrochen. Also das zu dem Thema. Den tue ich auch gleich wieder weg, weil jetzt von vornherein, was passiert hier? Wir haben hier einen Wischpad, der ist nicht zusammenklappbar, der bleibt so in einem Stück. Er wird aber nur mit frischem Wasser, mit Reiniger zusammen unten benetzt und man kann auch die Art der Benetzung bestimmen. Das heißt, schiebe ich diesen Wischer langsam durch, wird er natürlich feuchter, als wenn ich ihn schneller durchschiebe. Ja, das ist eine ganz andere Sache. Aber ich will hier einfach nur mal den Vergleich wagen. Wir haben hier billigstes Kunststoff, genauso wie hier. Ihr seht, die beiden Stiele, die unterscheiden sich nicht großartig. Die haben hier beide dieses gelenkte System. Das heißt, in die Richtung und in die Richtung. Und oben haben sie einen Drehknopf. Also das ist beim Vileda nicht anders da. Bloß das System nervt hier ein bisschen, weil wer den hat, ja, da gehen andauernd die Schlaufen auf. Deswegen würde ich sagen, packen wir den mal auf die Seite und wir kümmern uns mal um den Mediashop Everclean Mop und schauen mal, ja, was hier alles so los ist. Das Video wird sehr wahrscheinlich eine längere Geschichte, deswegen unterteile ich das in Kapitel und wir schauen jetzt erst einmal auf die Preise. Und zwar, ihr müsst bei Mediashop für diesen Everclean Mop 59,90 bezahlen, bei Amazon kostet er 58 Euro und ich packe hier beide Links unten rein. Was ihr wissen müsst, bei Amazon für 58 Euro ist das ohne dieses Reinigungsset. Und zwar haben wir hier jeweils 60 Milliliter für Parkett, ein Konzentrat und nochmal 60 Milliliter für Laminat und Fliesen. Das ist nur bei der Homepage über Mediashop mit dabei. Und was bei beiden dabei ist, ist einmal so ein grobes Schmutzpad und so ein Mikrofaser. Ja, ich putze danach wieder, also nicht wundern, dass ich das auf der Arbeitsfläche mache, aber so kann ich es euch am besten zeigen. Das ist praktisch dieses Feine für Fliesen und für Holzboden und das ist, wenn man mal ordentlich was zu schrubben hat. Und ja, dann ist noch eine Bedienungsanleitung mit dabei und natürlich das Reklameheft und dass die hier alle glücklich sind. Ich erzähle euch gleich ein paar Sachen, da seid ihr nicht mehr glücklich. Ja, was haben wir noch im Zubehör? Und zwar, wir haben Mikrofaser-Pads, die gibt es im Zweier-Set. Und da sind die immer so aufgeteilt, ein Mikrofaser, ein Grobschmutz. Ja, und da kosten zwei Stück 19,99 und bei Amazon kosten sechs Stück 29,99. Praktisch, das war jetzt für Amazon, bei Mediashop TV haben wir für zwei Stück 14,99, also 5 Euro günstiger als bei Amazon und wir haben für das 6er-Pack 29,99, da hat man praktisch drei grobe und drei Mikrofaser, also ist der Preis somit gleich.
Was ich gleich von vornherein sagen kann, dass wir hier von dem Tank eine ganz komische Berechnung haben, weil nämlich ja hier der Frischwassertank ist. Und der ist angegeben hier auf dieser Homepage bzw. in den Produktbeschreibungen. Da steht sparsam 4 Liter reichen für bis zu 120 Quadratmeter. Ist alles schön und gut. Der Tank hat aber nur eine Anzeige bis 3,5 und da ist Maximum. Ja, das sind immer 0,5 Schritte. Hier ist 3. Das ist für mich 3,5 Liter. Also das ist dann so ein Versprechen, was hier nicht eingehalten wird. Bei dem Stiel kann ich gleich eins sagen. Der ist von der Länge her gemessen von diesem unteren bis zu dem oberen Knubbel, den man drehen kann, den zeige ich gleich nochmal, ist der 1,34 Meter. Der Vileda, den ich gerade gezeigt habe, ist 1,37 Meter und ja, im Endeffekt diese paar Zentimeter, muss ich ganz ehrlich sagen, machen bei mir nicht viel aus. Ich bin knapp 1,82 Meter, 83 und ja, man steht ja nicht eine Stunde und wischt hier durch, also das ist für den Rücken schon angenehm, also kann ich jedenfalls sagen. Gucken wir mal auf die Details, die haken wir kurz ab und ich erzähle was dazu. Meine Einschätzung, und zwar reinigt das Tuch ausschließlich mit frischem Wasser, das stimmt, das macht er richtig gut. Intelligentes Doppelkammersystem, da gucken wir gleich mal drauf, das ist nämlich so, also die beiden sind mit Frischwasser, wobei hier nur besprüht wird, da sind so kleine Löcher, wir gucken dann später mal genauer rein. Dann haben wir nie wieder schmutziges Wasser verteilen, das ist klar, aber wenn ihr das unten sauber macht, setzt euch am besten eine Maske auf, also besonders nach einer gewissen Zeit. Ausfringen ohne Hände und ohne Bücken, das kann ich bestätigen, viele schreiben ja, Mensch, das muss man nachträglich noch ausfringen, nein, bin ich nicht der Meinung, wenn man das dementsprechend schnell macht oder ich zeige euch später auch einen Trick, wie ihr das ausfringen könnt, ich glaube, manche wissen das einfach nicht, dann sparsam 4 Liter haben wir schon geklärt. 360 drehbarer Mopkopf für flexible Handhabung. Ich habe euch ja gesagt, den können wir hier unten so machen und auch so. Ja, der hakt hier aber so ein bisschen ein, damit er nicht rumlappelt. Klack. Und so, da ist er flexibel. Und wenn ich den mal vor die Kamera halte, so, das passt. Und hier haben wir unseren ja, 360 Grad drehbaren Knopf. Das ist keine neue Erfindung. Was hier gut ist, wenn ihr hier ein bisschen Öl reintröpfelt, weil das war am Anfang ja Plastik auf Plastik. Ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir Mikrofaser und Scheuerpad. Ja, die Zweiersets habe ich ja gesagt, das ist dieses Mikrofaser und jetzt zeige ich euch gleich mal, wie man das einsetzt, bevor dann wieder das Geschrei groß ist. Bei mir klappt das nicht. Ich glaube, ich muss da mal hier so, da klappt das. Ihr habt oben einfach so einen Drückknopf, den macht ihr auf und dann klickt ihr das hier raus. Ja, und jetzt muss ich es mal rumdrehen. Dann habt ihr praktisch hier zwei Laschen. Ne, so seht ihr das nicht, seitlich. Seitlich seht ihr das, da habt ihr hier so eine Lasche, klack, da kommt das raus und dann kommt das hier, klack. Und erst wenn er das hier oben draußen hat, dann zieht er das einfach ab und dann schiebt er das hier unten einfach auch aus diesen Laschen raus. Denn wir haben hier überall, na jetzt war ich zu hoch, überall Laschen. Und wenn wir es einhängen, machen wir es andersherum. Also einfach hier oben geguckt, so sind wir drin. Dann könnt ihr das hier schon festkleben mit dem Klett. Das ist die gute Sache. Und jetzt gehen wir erst oben. Meistens stelle ich das dann auf den Boden, drücke das hier komplett runter. Seht ihr das? Und jetzt dürfen wir nur die äußeren rein und komm her, klack. Dann sitzt das. Also das ist wirklich, ich sage es immer gern, kein Hexenwerk, aber es ist wirklich so, das hat man 2-3 Mal gemacht und dann ist das in Ordnung. Dann sind wir bei den Böden. Ideal für alle Böden, klar, man kann Laminat, Parkett, man kann Fliesen im Badezimmer, im Flur, überall. Diese Reinigungsprodukte hier, da steht die Dosierung drauf, da muss man halt aufpassen. Ich nehme auch noch meinen Blue Star Reiniger, der ist ganz gut, den nehme ich ja für die Wischroboter. Da habe ich ja eine Playlist, der könnt ihr mal unten in der Beschreibung reinschauen. Da habe ich auch schon ganz viel vorgestellt, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Aber anderes Thema. Dann haben wir kompaktes Design, einfache Handhabung, leicht zu reinigen, platzsparend zu verstauen. Kompaktes Design, da bin ich bei euch. Einfache Handhabung auch, leicht zu reinigen, bin ich nicht bei euch, erkläre ich euch später. Platzsparend zu verstauen, ich sehe keinen Unterschied zu meinem Vileda. So ein Ding steht im Weg, also da brauchen wir uns nichts vormachen, besonders der hier. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Ich zeige euch mal jetzt ganz explizit, wie das mit diesem System hier funktioniert und kläre auch mal darüber auf, was es denn so mit diesem Deckel auf sich hat. Wir fangen von der Rückseite an. Hier haben wir ein
Schließmechanismus. Und da finde ich schade, der sollte entweder einrasten, tut er bei mir aber nicht. Wahrscheinlich ist es abgebrochen, weil das ganze Kunststoff ist filigran. Da sind zwei AA, also Doppel-A-Batterien drin. Und so wie das aussieht, halten die ewig, weil die sind seit 3 Monaten da drin. Und ich benutze den schon täglich, muss man wirklich sagen. Und die sind immer noch gut. Dann drehen wir mal auf die andere Seite. Hier haben wir diesen typischen Knopf, den wir drücken können. Einmal drücken, leuchtet das grün und dann ist das System eingeschalten. Einmal drücken, ist es aus. Ich muss euch sagen, das macht so ein Geräusch. Ich hoffe, dass der lange hält. Man weiß es nicht. Hier haben wir die Wassereinfüllklappe. Und hier haben wir, ihr seht das schon, einen ganz leichten Magnet. Nee, das ist so ein Haltesystem, kein Magnet. Und wenn ihr den zu fest runterdrückt, manchmal geht's. Achtung, ja, jetzt springt es wieder auf. Ihr müsst den leicht, also an die Männer unter euch, die putzen, so wie ich, leicht drücken. Und jetzt geht es wieder nicht auf. Also ihr habt hier eure Mühe, das ist manchmal recht lästig, aber er hält jedenfalls. Also wie gesagt, filigran zumachen. Dann haben wir hier auf der Oberseite unsere Einfüllöffnung. Und da gehen wir dann später auf den Boden, da zeige ich euch, wie das funktioniert. Wir haben hier nämlich hier die hintere Einkerbung für das ganze Gelärch von diesem Wischmopp. Und mit der Seite, mit der Wischseite, gehen wir hier praktisch runter. Und das ist das Abstreif- und das Wasserbenetzungssystem. Dann gehen wir von der Oberseite zum Griff. Der ist hier. Da kann man die 3,5 Liter recht gut heben. Wenn da jetzt nichts drin ist, ist er nicht im Gleichgewicht. Aber das ändert sich später. Wenn hier Wasser drin ist, dann zieht das einfach durch die Gravitation nach unten. Ich hoffe, dass ich noch im Fokus drin bin. Ich habe das extra so eingestellt, dass ihr alles gut erkennen könnt. Jetzt kommen wir zu der Sache, das ist alles dünnster Kunststoff. Ich kriege diese Deckel nicht gescheit auseinander. Ja, das sage ich auch immer, wie es beim Computer ist. Meistens ist es ein Anwenderfehler. Wenn wir den Deckel abmachen wollen, das heißt den Deckel, um das Frischwasser einzufüllen, wir können ja entweder hier machen, ja, seht ihr, klack, oder wir machen den Deckel ab, den müssen wir sowieso abmachen, wenn wir sauber machen wollen, drücken wir diesen Knopf komplett rein. Ja? Und jetzt heben wir einfach das System auf der einen Seite an und dann haben wir das draußen. Das ist wirklich nicht großartig schwer. Wir haben ja auf der anderen Seite die gegenüberliegenden und wenn wir es wieder reinmachen wollen, drehen wir das Ganze rum. Dann heben wir erst unsere Schnubbel hier rein, die sind hier drin, dann drehen wir das Ganze wieder rum, ja, dann drücken wir hier wieder runter und es macht klack. Also das ist wirklich keine große Sache. Selbst wenn hier 3,5 Liter, die ja maximal reinpassen, drin sind, gibt es ein System, wo man den Wassertank von dem Altwassertank befreien kann. Da unten sammelt sich ja das Dreckwasser. Das heißt, wir drücken erst hier drauf und wenn hier unten Wasser drin ist, drückt das nach unten. Das ist jetzt nicht der Fall. Ich muss jetzt hier festhalten. Dann machen wir erst die eine Seite raus und halten oben fest. Wenn jetzt da unten Wasser drin ist, geht das noch viel leichter. Wie gesagt, denn ich muss hier nicht drücken. Ja, und dann hebeln wir das Ganze raus. Und jetzt haben wir unseren zweigeteilten Tank. Den schiebe ich mal etwas nach hinten. Da gucken wir uns gleich noch den Rest an. Und jetzt haben wir unser ekliges Altwasserbehältnis. Und jetzt sage ich euch eins. Ihr werdet sehr wahrscheinlich, wenn ihr den zu Hause habt, dazu neigen, den einfach mal 3-4 Tage stehen zu lassen, weil das ist ja ganz einfach. Ich drücke hier das Knöpfchen, mein Wischpad ist in der Zwischenzeit getrocknet. Ich schiebe den einmal durch und mache mal hier schön den Wischiwusch bei uns in der Wohnung. Ja, wenn ihr das nach 3 bis 4 Tagen da unten, egal was ihr für ein Reinigungsmittel drin habt, dadurch, dass das fast luftdicht abgeschlossen ist, sauber macht, da kommt euch der Mock entgegen. Ihr seht das schon hier am Rand. Es ist allerdings auch ein Zeugnis da dafür, und das sage ich immer wieder, dass das System richtig gut arbeitet, weil ihr habt hier oben immer frisches Wasser und der ganze Mock, der ganze Dreck, wir schauen uns das später an, was hier reinkommt, sitzt hier unten drin. Also das ist wirklich klasse gemacht. Dann gehen wir mal jetzt auf die Oberseite und jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie man das wieder reinmacht. Wir haben ja jetzt auch den großen und den kleinen Tank. Das heißt, wir müssen natürlich schauen, wo ist was. Dann ist das kein Problem und dann suchen wir uns eine Seite aus, die wir schon einhängen. Einfach mal gedrückt, anjustiert und wenn das einmal in dieser Schiene drin ist, muss ich einfach nur noch auf die gegenüberliegende Seite gehen, hier leicht drücken und dann sitzt er wieder drin. Also Leute, mal die Kirche im Dorf lassen, das ist ein 60, 70 Euro Mob. Da kann man jetzt nicht noch ein Hochleistungsmetall einbauen. Also von daher, gut, dann gehen wir jetzt nochmal auf diese Sache oben ein. Ich mache nochmal den Deckel hier weg. So, klack, komm her. Da schaut uns jetzt dieses komplette System entgegen. Und das ist jetzt das, was ich eigentlich gesagt habe von unten. Wir haben hier einfach ein sogenanntes Frischwassersystem. Hier ist dieser Schnubbel, der saugt Wasser an aus den zwei Kammern.
Und das zeige ich euch jetzt. Wir haben hier einfach die Hauptbefüllkammer. Ich muss gucken, wo ist der Deckel hier? Das ist die Hauptbefüllkammer. Hier läuft das Wasser rein in den großen. Und hier unten haben wir links und rechts ein Loch. Und dann läuft das langsam hier drüber. Das heißt, wenn ihr das hier reingießt, da müsst ihr immer mal ein bisschen warten. Nehmt euch am besten so einen Messbecher mit 3,5, da könnt ihr dann auf einmal reinknallen. Aber hier ein bisschen warten, weil da setzt sich ab. Ja, und was dann passiert, ist einfach, dass sich dieser Schnubbel hier, ja, wenn das auf dem Tank, in dem Tank drin sitzt, das sitzt ja dann hier in der Ecke, schaut, hier geht das rein, der zieht dann das frische Wasser nach oben und nimmt hier in diesen, ich muss gucken, ob ihr das sehen könnt, ich komme ein bisschen näher, so müsste es sein, nimmt hier in diesen Düsen das Wasser und spritzt das auf euer Wischpad. Mehr ist das nicht. Ja? Das ist also ein ganz einfaches System. Hier hängen auch noch ein bisschen Reste von Heißkleber, soweit ich das jetzt sehen kann. Das ist alles gut abgesichert. Ich hatte hier noch keinen Kurzschluss. Das ist ja alles nur in einem kleinen Bereich. Da sind zwei AA-Batterien drin. Aber es funktioniert sehr gut. Das war's jetzt zu dem Thema, wie das System funktioniert. Ich hoffe, für den einen oder anderen war das hilfreich, dass er einfach mal hier gesehen hat, wie funktioniert es denn. Natürlich kann ich mir auch diese Mediashop-Videos reinziehen, aber manchmal ist es einfach mit der Stimme und der Musik nicht ganz so intensiv. Ich würde sagen, wir gehen zur Anwendung, weil das ist das Interessanteste. Freunde, ich habe euch vorhin was Falsches gesagt, und zwar hier diese Batterien. Das sind nicht zwei AA-Batterien, sondern das ist so ein Vierer-Akkupack. Also das war mein Fehler. Also insgesamt vier AA-Batterien, das habe ich übersehen. Ich habe nur die oberen zwei gesehen und nicht, dass es hier heißt, ich würde was Falsches erzählen. Ja, dann machen wir hier mal den Deckel auf, und es ist ja auch so, dass ich jetzt nicht diesen Reiniger hier benutze, der da mitgeliefert ist, sondern ich habe hier momentan meinen Blue Star. Ich war ja früher bei AKB und da gibt es die genauen Angaben, wie viel da rein soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt nichts drüber gefunden, aber mir gefällt auch der Geruch von dem und sozusagen never change a running system. Was wir jetzt hier haben, sind erstmal 1,5 Liter, und die gießen wir jetzt mal hier rein und schauen mal, was hier im Inneren passiert. So, ihr könnt das jetzt oben nicht sehen, aber es verändert sich jetzt einfach der Stand von diesem Wasser. Das heißt, das fließt jetzt durch die Löcher auch auf die andere Seite, dass das gleichmäßig verteilt ist. Ich habe jetzt mal die Position gewechselt, damit ihr das mal sehen könnt mit diesen Kammern. Ich habe jetzt hier meinen Blue Star Reiniger. Und den gebe ich jetzt rein, der ist blau, dann seht ihr vielleicht auch die Verfärbung etwas. Und jetzt gebe ich nochmal 1,5 Liter, also wären wir dann bei 3 Litern. So, und dann seht ihr, wie sich das verteilt auf die beiden Kammern. Jetzt müsstet ihr das genau erkennen. Hier gehen wir jetzt schon fast an den oberen Bereich. Das heißt, wir sind hier und das sinkt jetzt und das steigt. Ja, und jetzt sind wir sozusagen bei 3 Litern. Und ich mache noch einen halben rein und dann müssten wir an der Oberkante sein. Ihr seht jetzt die Oberkante nicht, die ist jetzt ungefähr hier. Das heißt, wir haben noch einen kleinen Spielraum und wir gießen jetzt wirklich mal alles rein, also diese 3,5 Liter maximal, und schauen mal, wie sich das Ganze verhält. Da oben bildet sich schon ein bisschen Schaum. Ich mache hier zu und jetzt erfüllen wir mal den Punkt. Ja, das muss ich noch ein bisschen absetzen. Das wird noch ein bisschen gehen. Ich gucke mal etwas genauer. Genau, wir sind auf Max. Also das heißt, wir haben hier 3,5 Liter maximal drin. Ja, jetzt brauchen wir einfach nur hier drauf drücken und dann gehe ich mal näher ran, damit ich euch mal etwas zeigen kann, wie man den Mob hier reinmacht. Sieht man den an der Seite? Da muss ich ein bisschen rüber. So, also der Mob muss jetzt im Zustand sein, dass er abgeknickt ist. Deswegen hält er hier auch die Position. Man hat manchmal, wenn der auf dem Boden ist, die Probleme, die Neigung hinzubekommen. Man braucht halt mehr praktischen Schwung, und dann klappt man den runter und dann seht ihr das. Ja, also ab einem gewissen Winkel, so hebt er sich schon hoch. Dann sind wir praktisch bereit. Und jetzt schaut ihr euch mal diesen Wischmob an. Und ich führe den praktisch hier mit der Aussparung nach hinten hier rein. Und dann hört ihr auch schon die Pumpe laufen, die jetzt ausgeht. Ah, das war eine Abschaltung. Also ich habe jetzt nochmal geguckt, der hat anscheinend, weil ich den jetzt 2 Tage habe trocknen lassen, ein ganz komisches Geräusch gemacht. Aber das habt ihr jetzt auch mal gehört. Aber ansonsten funktioniert er. Ich habe das jetzt nochmal überprüft. Und jetzt, hört ihr das? Ja, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Mikrofon geht. Ich muss ein bisschen näher rankommen. So.
Jetzt haben wir praktisch dafür gesorgt, dass dieses Wischtuch mit Wasser benetzt ist. Und in dem Moment, wo wir rausziehen, wird das nochmal abgestreift. Und jetzt können wir natürlich auch beeinflussen, ja, wie stark wir das machen. Wenn wir jetzt schnell ziehen, ihr seht das, das ist das Einzige, was er nicht auffängt. Und zwar die Haare, wenn man Hunde hat. Das ist ganz übel, aber er wird sauber und wir spülen unser Dreckwasser unten rein. Was man natürlich jetzt machen kann, wenn man das noch etwas trockener haben möchte, man macht hier aus und streift einfach ohne Wasserzugabe ab. Ja? Also wem hier der Wischmopp noch zu nass ist, der streift hier einfach noch ein paar Mal runter. Ja, und dann haben wir dementsprechend einfach nur einen leicht benetzten, ihr habt das nicht gesehen, sorry, einen leicht benetzten Wischmopp hier. Aber ihr seht, der ist gereinigt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal über den Boden und ich zeige euch mal so grob, wie das dann aussieht. Im täglichen Einsatz sieht das dann eigentlich so aus, dass ihr hier jetzt euren Wischmopp habt. Ich habe ja eben schon gesagt, wenn ihr einen gewissen Winkel habt, dann klappt der automatisch runter. Dann geht er hierher, drückt euren Einknopf und dann macht er hier... drei bis viermal hoch und runter. Und immer, wenn das Wasser sprüht, bleibt hier das grüne Licht aus. Und jetzt sehen wir, dass es wieder aktiv ist. Dann gehen wir runter. Ich gehe dann meistens hier mit dem Fuß kurz drauf. Ja, und dann können wir unseren Wischmopp hier drehen, wie wir wollen. Ihr seht das, wenn wir oben diesen Knubbel festhalten. Aber im Endeffekt kann man hier, wenn man vorher gesaugt hat, einfach ganz bequem den Boden wischen. Ich mache das jetzt mit einer Hand. Das geht auch. Ja, man kann aber auch hergehen, wenn man jetzt wirklich grobe Verschmutzungen hat und kann jetzt hier durch diesen Drehknopf auch ganz bequem hier sein Dreck einfach aufnehmen. Und ich mache jetzt allerdings nur mal hier den Boden nach dem Saugen sauber. Und dann seht ihr euch mal den Wischmopp an. Denn wenn ein Hund durch die Wohnung läuft, dann weiß ein jeder, dass das immer mal zu Grunddreck auf dem Boden führt. So, jetzt haben wir hier vorne die Hälfte mal gemacht und wir gehen wieder her, seitlich, klacken runter, dann geht es hoch und jetzt habt ihr hier das Ergebnis, das sieht jetzt nicht groß schlimm aus und wir gehen wieder rein. Was an dem Wischer richtig gut ist, was mir aufgefallen ist, dass er hier auch sehr gut in Kanten arbeitet. Das heißt, ich kann hier, wenn ich eine Treppe habe, ja, kann ich hier richtig gut in diesen Ecken sauber machen und der schmiegt sich richtig toll in solche Ecken rein und dann kann man hier einfach vor und zurückziehen. Also da bin ich wirklich begeistert und ja, das klappt auch. Das klackt dann einfach automatisch nach oben, dann wieder in den Eimer rein und ja, mit frischem Wasser nachgewischt. Kurze Info, was dieser Wischmopp, dieser Aufsatz unten nicht macht. Und zwar, das gibt es ja manche, die den Dreck hier aufsammeln. Aber ihr seht das, ja. Also keine Chance, auch wenn ihr oben drauf seid. Ja, ihr nehmt das zwar mit und ihr verwischt das nicht überall. Aber wenn ihr anhebt, ja, seht ihr das. Das bleibt also nicht an diesem Pad hängen. Diesen Ballen müsst ihr dann ganz normal aufheben. Ja, müsst ihr dann hier aufheben, das ist ein Büschel mit Haare, müsst den im Mülleimer entsorgen und müsst euch dann einfach den groben Schmutz hier mitnehmen. Also das kann er nicht. So Freunde, zum Abschluss kann ich jetzt noch ein paar Sachen sagen, die sich so herauskristallisiert hatten in den letzten ja, 2 bis 3 Monaten. Ihr seht ja, hier oben sind unheimlich viele Haare. Also für Hundebesitzer ist das immer wieder so ein kleines Malheur, weil einfach dieser Pad hier das nicht richtig aufnimmt. Und zwar seht ihr das, also diese Haare, die fangen sich hier nicht fest. Das hatte ich zum Beispiel bei diesem Vileda Ultramat. Der hatte so eine Leiste hier und da haben sich die Haare festgefangen. Ob das jetzt von Vorteil oder von Nachteil ist, muss man halt immer wieder beachten. Ich habe jetzt hier komplett mal so 50, 60 Quadratmeter mit gereinigt. Und das Einzige, was hier hängen bleibt, sind die Haare. Aber ihr seht halt auch immer wieder, wenn man das hier reinsteckt,
Und das war halt auch der Fehler, den ich am Anfang gemacht hatte. Ich gebe euch den Tipp, macht nie ein trockenes Tuch rein. Ich glaube, das steht sogar in der Anleitung drin, dass man das vorher nass machen soll, weil sonst habt ihr diese Klemmprobleme, wie ich die am Anfang hatte. Aber dann muss man wirklich sagen, also wenn ihr mal dabei seid, ja, das flutscht hier ordentlich. Man kann das auch dann hier einfach mal ein bisschen öfter reinmachen. Und wenn ihr seht, ich halte das jetzt mal hier hin, da tropft auch nichts unten drunter weg. Also das ist jetzt nicht irgendwie mega nass oder sowas. Ihr müsst da wirklich nicht mit der Hand was rausmachen. Einzig und allein die Haare, die schiebt man da sich immer wieder so rein. Aber ansonsten, ja, seht ihr, ich hätte es fast falsch gemacht. Da blockiert er. Ist das ein super System. Und jetzt würde ich sagen, stelle ich den mal auf die Seite und wir nehmen uns mal den Behälter vor. Und das ist das, was ich euch jetzt ja vorhin schon zeigen wollte. Wir lassen jetzt den mal oben drauf und heben jetzt allein nur den weg, der für das Dreckwasser zuständig ist. Da müssen wir schauen, mit was wir das machen. Am besten mit der Rückseite, die klappt eigentlich immer am einfachsten. Na komm her, jetzt habe ich es vorhin euch noch erzählt, dass es leichter wird. Aber durch den Schwerpunkt, ich habe das natürlich jetzt auch voll geknüllt, da muss ich es doch so machen. So, jetzt. Ja, mit dem Griff hier oben, da der nicht den Schwerpunkt so ausmitteln kann, ist das ein bisschen doof. Ihr hebt praktisch jetzt hier dieses komplette Behältnis weg mit diesem Frischwasser. Und jetzt stelle ich das mal auf die Seite. Wir haben ja hier unten keine Probleme. Also wir können das ja immer wieder gesondert wegstellen. Das muss man nicht wegkippen. Den könnt ihr jetzt in die Ecke stellen. Da ist das Wasser mit dem Reiniger drin. Das ist kein Thema. Um was es mir geht, ist das hier, der Kandidat. Ja, ich komme hier mal ein bisschen näher und hier seht ihr jetzt, das ist alles zugemockt, das ist jetzt braunes Wasser. Könnt ihr das überhaupt so richtig erkennen? Ich denke schon, ne? Das Behältnis ist auch braun, aber das Wasser ist noch brauner. Und hier sind die ganzen Haare drin hier unten. Ich komme noch ein bisschen näher. Ja, ich hoffe, dass die Kamera das gut mitmacht. Also das ist der ganze Schmutz, den ihr sonst in eurem ganz normalen Wasser habt, mit dem ihr dann wieder über den Boden wischt. Und das wird praktisch über dieses System verhindert. Ja, also das ist wie gesagt eine feine Lösung für Leute, die einfach hier mit frischem Wasser durch die Wohnung möchten. Es ist natürlich in der Reinigung etwas aufwendiger. Man muss den ganzen Behälter dann ausspülen, am besten unter der Dusche, muss den auswaschen. Im Waschbecken ist das immer so eine eklige Sache. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist dünnstes Plastik. Man muss hier und da mit ein bisschen Widerstand rechnen. Ihr seht, das geht mal auf, das geht mal nicht auf. Ansonsten hier hinten die vier Batterien der Größe AA, die halten lange durch. Reiniger, die riechen ganz in Ordnung. Das ist ein Komplettset, also mit zweimal Mop. Das heißt, diesen Feinböden-Mop hier und diesen Schmutzlappen da. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Ja, für groben Schmutz und für drüberwischen. Und dann hat man, wie gesagt, diese Reiniger 2x60 Milliliter. Und da ist das für einen Setpreis von 59,80 bei Mediashop ist das ja schon ein guter Preis, weil bei Amazon fehlen ja diese Teile. Also, dann war es das jetzt, was ich über diesen Livington Everclean Mop sagen konnte. Der innovative E-Mop, er ist innovativ. Ich habe es noch nie gesehen, das muss man dem lassen. Aber so manche Sachen, ja, die sind halt einfach ein bisschen störend. Der Stiel, da muss man aufpassen. Wenn man so ein Dreher ist, also wenn man sehr oft dreht und den Schmutz so einfangen will, muss man unten dieses Gewinde, was an diesen Mop geht, muss man mit Heißkleber fixieren. Das dreht sich manchmal auf, weil wenn man links und rechts macht, ja, das ist so diese einzige Problematik, die ich gesehen habe. Aber ansonsten, tolles Teil. Ich hoffe, dass ich so einigen hier helfen konnte und ein bisschen aufklären konnte, was es mit diesem System auf sich hat. Ich habe jetzt natürlich nicht gezeigt, wie hier das Wasser rausspritzt, aber das ist genauso wie bei den Mediashop-Videos. Da sind einfach ist einfach so wie so ein Rasenmäher, so ein Rasensprenger in einer kleineren Variante und der sprüht das Wasser da drauf. Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Ihr wisst ja, es geht nicht den Daumen hoch für das Mediashop-Produkt, sondern für meine Mühe, die ich mir für diese Videos mache. Und da bedanke ich mich jetzt schon im Vorfeld und auch über neue Abonnenten freue ich mich riesig. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, da verpasst ihr keine weiteren Videos. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf meinem YouTube-Kanal. Und tschüss!